29 Tage, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind im Kino. So, das war der alte Kalender von E7. Da habe ich euch ja solche Special Clips gemacht. Jetzt habe ich den Kalender runtergerasselt, weil wir haben unser Alter und jeden Tag einen Videoclip machen, guckt keiner. Weil mittlerweile ist das out, was wir vor 20 Jahren gemacht haben. Vor 20 Jahren hat man darauf gefiebert. Hat man eine gewisse Uhrzeit gesetzt, ab einer gewissen Uhrzeit kam das dann, alles vorbei. Alles vorbei. Und somit ist auch Star Wars auf eine Art vorbei. Star Wars ist jetzt Disney und Disney macht alles anders. Wir werden uns über, E8, E9 werden wir gucken, was da so abgeht. Wir werden sehen, wir werden es sehen, was da abgeht. Wir werden sehen, ob es wirklich Fan bleibt, also Videofan. Ab sofort nur noch Filmfan, Videofan, rauf, runter, vorwärts, rückwärts, in alle Himmelsrichtungen wird sich das angeschaut, egal ob das demnächst eine Serie sein wird, egal ob das demnächst ein Spielfilm On the Rocks, was weiß ich, was die sich da ausdenken. Hoffentlich keine kleinen Kinder. Also wenn Disney zurückspringt in die Zeit, wo Skywalker Family 10 Jahre alt war oder so, nee, also das sollte nicht sein. Da hätte ich jetzt persönlich keine Lust drauf. Also das hier war der Kalender 2015. Da war man ja, wie gesagt, boah, was ist das denn? Ja, wie er den Helm abgenommen hat, fragt man sich, was soll das? Warum trägt er überhaupt einen Helm? Ihr merkt schon, egal wann ich einen Film drehe, mit Publikum oder auch ohne die Elektronik, weil wir sind im Datenhighway. Ja? Hier ist immer Funk, 24 Stunden geht hier irgendetwas irgendwo. Und ihr seht schon, ich verdecke hier so ein bisschen diese fetten Maschinen. Wir haben jetzt insgesamt eine doppelte Kopierstraße von 6 Maschinen, 2 Farbe, 4 Schwarz-Weiß, digital, richtig digital für die Leute, die sowas aufs T-Shirt haben wollen. Und da muss man das ja einmal drehen, ne, also spiegeln, und dann kann man das auf ein T-Shirt packen durch spezielle Folie. Oder aber es gibt ja mittlerweile eine Tinktur, wo man sowas dann auf Stein, auf Porzellan, auf Leinen, ne? Also wenn, es gibt ja hier so eine Art Leinen, wo man das dann auf Leinen packen könnte. Wie gesagt, das bieten wir ja auch mittlerweile an, dass das funktional ist. Mit diesen ging es halt auch. Aber wir haben jetzt Funkenlage neue von der Firma Toshiba, die dann natürlich noch besser können. Ich lasse morgen natürlich noch einen Monteur antanzen, weil ich noch nicht zufrieden bin. Die ist also auch funkelnagelneu, passt also zu Weihnachten. Die Steuer passt zu Weihnachten, Star Wars passt zu Weihnachten, nur Kylo Ren passt nicht so zu Weihnachten, finde ich. Kylo Ren, naja, ich frage mich schon, was er darstellt. Oder was er darstellen soll. Ne? Ja, Kylo Ren mit Narbe, Kylo Ren ohne Narbe. Jetzt gucke ich mal eben hier, was die Elektronik mir da so erzählt. Wir haben nämlich auch so schon auf Weihnachten getrimmt alles, ne? Und dann schauen wir mal. So.
Es macht sicherlich viel Spaß, alles zu machen. Ne? Deswegen mit Blümchen, ohne Blümchen. Also wie gesagt, unsere Figuren sind ausverkauft. Wir haben uns jetzt auf Figuren hier, deswegen der Counter ist durch. Die Vorankündigung vom Kalender haben wir gezeigt. Den neuen Kalender haben wir ja auch gezeigt mit BB8 da oben. Ne? Und wenn ihr sehen könnt, da hinten, da ist Lea. Ne? Ein wunderbares Porträt von Lea. Mal sehen, wie lange es hier überlebt, weil wir haben einige, die doch Kunst mögen. Ja? Die mögen Star Wars Kunst und kaufen also dann sehr gerne solche Sachen ein. Und dann müssen wir mal schauen, ja, was die Leute da so mögen. Wir machen ja die Sachen fertig auf Anfrage, stellen wir dann halt Kunst her. Wir haben sehr gute Künstler, die wir da gerne euch ans Herz legen, für die, die wirklich in Öl irgendetwas haben möchten, oder Risszeichnungen oder Graphitzeichnungen, kann ich euch also wunderbar empfehlen. Ja, wie gesagt, hat den Counter runter erzählt, wer Lust hat, schaut sich das Video an. Ihr seid immer recht herzlich willkommen, ihr könnt jederzeit hier vorbeikommen, ihr dürft jederzeit hier euch einfinden, samstags der Stammtisch bleibt, der Filmclub bleibt, der Datenhighway bleibt, das Copyhouse und Medienhaus, das bleibt. Es ist alles modernisiert, es wird noch moderner hier. Nur Figuren werden hier zu Deko-Zwecken. Die kann man natürlich dann auch kaufen, ist richtig, aber die Figuren, die Sideshow-Figuren auf keinen Fall, glaube ich nicht, nehme ich nicht an. Dass hier solche Figuren hier den Platz wechseln. Ein Grievous in der Sonderausfertigung, wo auch die Augen, also wenn man hinten so vorbeigeht, haben sich ja die Augen verändert. Ich glaube also nicht, dass dieser Grievous seinen Platz verlässt und die anderen Figuren schätzungsweise auch nicht. Ah ja, ich habe die Lea. Also, die Lea in klein, ne? Lea in klein, sieht ja wohl stark aus, ist also wunderbar gemacht worden. Wir haben sie also 13x18, dann haben wir 25 und dann haben wir sie in groß, da die Lea. Die ist jetzt hier und steht hier als Gedenken von Lea für die tolle Sache für Star Wars. Also Lea ist jetzt hier als Bildnis, Lea ist jetzt in groß, in mittel und in klein. Und ja, wir bedanken uns bei den Künstlern, die das hergestellt haben, die sich dabei was gedacht haben. Wie gesagt, wir stellen ab sofort nur noch dir Rahmen vor, wir erstellen dir Rahmen, machen dir Rahmen nach Vorlagen und ja, das war's dann auch schon. Ja, was soll man über Star Wars sagen? Wir hoffen, wenn die neue, bleiben wir erstmal beim alten hier, bei E8 und dann Han Solo und E9. So, wenn wir das alles überstanden haben, dann sind wir im Jahre 2020. So, dann stehen wir im Jahre 2020 und bis dahin haben wir so viele Informationen. Wir haben dann so viele Informationen über oder im YouTube-Kanal. Wir haben so viele Informationen dann von The Star Wars Show. Ja, da gibt es zwar keine Rebels mehr, da gibt es irgendeine Sendung. Dann kommt, wie gesagt, die eigene Streaming-Geschichte von Walt Disney. Ob die auch in Deutschland erscheint, das wissen wir nicht. Aber wenn sie kommt, ja. Noch ist alles bei Netflix, nicht alles, Rogue One ist da nicht. Man kann also, Rebels ist da auch nicht. Aber diverse andere Star Wars-Einheiten sind dort. Es macht also Spaß, bei Netflix zu schauen. Jo, das war's. Ich hatte gerade einen Auftrag. Der Auftrag läuft noch. Während der Auftrag da läuft, kann ich mich hier verabschieden. Total und recht herzlich seid ihr alle willkommen bei dem Facebook-Kanal, YouTube-Kanal, Stammtisch, Star Wars Stammtisch. Ja, im Filmclub sowieso. Alles über Film. Ja, wir haben die Weihnachtszeit, die weihnachtliche Dekoration
ist schon hingestellt worden und wenn ich gleich den großen Zipfelmann finde, ja, ist aber wirklich ein Zipfelmann, kein Weihnachtsmann, sondern ist ein echter weihnachtlicher Zipfelmann oder winterlicher Zipfelmann, den ich gerne auch hinstelle, der uns dann hier immer anschaut. Hat also nichts mit Weihnachten zu tun, aber solche Zipfelmänner da, die die Kapuze über die Nase tragen, haben irgendwie nichts mit Weihnachten zu tun. Das sind irgendwelche, ne, Zipfelmänner. Okay, man könnte auch politisch werden, habe ich auch keine Lust drauf. Wir haben noch göttliche 10 Tage zu arbeiten. 10 lange Tage zu arbeiten und dann hofft man, dass dann der Dezember kommt. Und der Dezember, schauen wir mal, ob wir da irgendwelche weihnachtlichen Clips machen, irgendwas Lustiges. Aber dieser weihnachtliche Schnellcounter reicht ja. Ja, dann kann man ja anschauen, wie gesagt, es sind nicht mehr viele Tage. Und einige haben, ist mir aufgefallen bei YouTube, die haben dann echte Sachen vorgestellt, wie Kalender. Wusste ich gar nicht, dass das so interessant ist, sich so einen Kalender anzuschauen. Also jetzt habt ihr den Kalender aus dem Jahre 2015 gesehen, den ich halt also 2016 auch noch genommen habe. Passt ja. Den tue ich jetzt mal weg und nehme dann mal den neuen. So, ich nehme da mal den neuen. Ja, das ist der neue als BB8. Das ist ein echter weihnachtlicher Kalender, wo da die Sachen drin sind. Also drin ist da Rätselspiele. Ach, also, ja, ich habe beinahe nicht was Böses gesagt. Okay. Ist also nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, die richtig Lust haben, einen weihnachtlichen Kalender da haben zu wollen. Hier konnte man früher noch Mühle spielen. Ja? Da konnte man also Star Wars Mühle noch spielen mit dem. Ob ich einen neuen finde, weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, hier ist die totale Vernetzung. Ihr seid total recht herzlich willkommen in Datenhighway Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen. So, die Maschinen können euch rund um die Welt verbinden. Ihr könnt rund um die Welt Informationen holen, Ausdrucke bis hin. Wir können auch wunderschöne andere Sachen machen, nicht nur T-Shirt-Druck, Tassendruck, Leinwanddruck. Hier geht alles. Es muss nur nicht von jetzt auf gleich, das geht nicht, diese Zeit geht nicht. Außer Visitenkarten, die machen wir auch nicht mehr. Die Visitenkarten kann man am Computer erstellen. Dann kann man hier auch seine Telefonanlage freischalten lassen. Denn die Leute bei Aldi zum Beispiel, die also Aldi Talk gekauft haben, müssen sich vor einen Computer setzen und dann müssen die ihre Karte da in eine Kamera halten und dann können sie sich ihr Telefon freischalten lassen. Ist ja das neue Gesetz seit dem 1.7.2017. So, der Auftrag ist erledigt. Star Wars ist erledigt. Der November ist so gut wie gelaufen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Vor-Advent-Zeit. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventzeit mit Glühwein und all solchen schönen Sachen. Ich wünsche euch eine Vorbereitung für Star Wars. Ich hoffe, ihr werdet auch gut beschenkt im Namen von Star Wars Figuren und so weiter. Ich hoffe, es wird eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass diese letzten knappen 30 Tage und jetzt dieser Schnelldurchgang, den wir jetzt hier vollzogen haben. Wir sind ja sozusagen jetzt in dem Moment, können wir alle mal ins Kino gehen, um dann im Kino den Film anzuschauen. Also ich werde jetzt nicht den Kylo Ren 3D-Helm aufsetzen. Ich werde ganz normal reingehen, ohne Kluft, ohne alles. Ich werde mir diesmal aus Sicherheitsgründen mal E8 normal anschauen. Ich werde mir Han Solo normal anschauen. Ich werde E9 ganz dezent anschauen. Und dann eure kritischen Sachen. Ich werde mir Weihnachten wirklich gemütlich mich dem Datenhighway zur Verfügung stellen, eintauchen und die Daten sondieren. Das Echo von E8. Mir durchlesen, anhören und so weiter. Also wie gesagt, 2019 erst, also 2018 gibt es keine Convention. Ja, also da ist Ruhe. 2019, da kann es so richtig rappeln mit dem Abschluss von E9.
kann es so richtig bei Walt Disney krachen. Also da kann richtig was, ne? Da wird ein Resort eröffnet, dann kommt die Resort-Eröffnung mit der Convention und dann kommt der Abschluss. Dann kommt E9 und dann ist erstmal Finish. Finish. Ja, Frage. Frage. Bleibt uns Rey erhalten? Bleibt uns Kylo erhalten? Bleibt uns die erste Ordnung erhalten? Oder ist das wirklich abgeschlossen? Ist dann wirklich erstmal mit dieser Welt von Star Wars, angefangen mit Krieg der Sterne, Star Wars, dann wirklich erstmal Schluss? Kein Skywalker mehr, keine Leia, kein Han Solo. Die gesamte Familie nicht mehr vorhanden, haben dann auch ihr Alter. Ja, das ist so. Dann die Spin-Offs noch dazwischen. Kann sein, dass man vielleicht mal zurückspringt. Nochmal irgendwie, keine Ahnung. Sollte man an sich nicht. Man sollte wirklich diesen Abschluss bei E9 generieren. E9, E8, E7, Finish. Finish. Dann sollte man vielleicht mit Old Republic beginnen, weil viele mögen Old Republic. Ja, da habe ich nur noch den Revan. Der Revan bekommt jetzt auch ein Diorama. Ahsoka kriegt noch ein Diorama. Dann wird das hier schön aufgehängt und dann kann das Jahr 2018 kommen. Und wer ein Diorama-Bild braucht, was es nur hier gibt, was wir nur hergestellt haben, nur ein einziges Mal, jede Figur ist nur ein einziges Mal da, kann dann auch Kylo Ren, also wir haben hier die letzten Figuren, ne? Das allerletzte Mal für wenig Geld. Und ja, vieles ist vorbestellt, wenn es abgeholt wird, freuen wir uns, wenn es nicht abgeholt wird, darf es ruhig hier weiter stehen bleiben. Mittlerweile sehe ich die Figuren als Werbemittel, mittlerweile sehe ich die als Dekoration an. Wollte ich ja schon immer haben, wollte ja früher immer hier so ein Kopiergerät, wollte ich immer, dass da eine Art Figur, ne? Gehen Sie zu Kylo Ren oder gehen Sie zu Darth Vader, ja, aber das mögen die realen Kunden hier nicht so. Wir müssen also stilistisch uns wandeln. Wir müssen so stilistisch ein Copyhaus und ein Medienhaus werden. Und wir haben dann demnächst dann auch noch eine Poststation da. Also merkt schon, mit Star Wars ist das nicht so eine Sache. Das ist mehr dann Kommerz, Arbeit, normal. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier zum letzten Mal so eine Art Star in dieser Star Wars Lounge zum letzten Mal die 40 Jahre Star Wars so langsam ausklingen lassen kann, mit euch zusammen war, mit euch philosophiert habe, mit euch Spaß gehabt habe. Und ja, nun, das war's. Das war's und ja, jetzt bin ich mal eben kurz still. Die sogenannte Star Wars Minute. Ich wünsche euch was. Macht's gut und habt viel Spaß.